Yo Leute, was geht ab? Enzo wieder hier, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute haben wir ein 94 Plus Icon Pack SWB. Das Ganze funktioniert so, wir werden per Glücksrad 94 Plus Icons ausschreiben und derjenige, der dann kommt, wird unser Starspieler. Für dieses geile SWB habe ich natürlich einen Partner wieder am Start, der auch wieder beim Start ist. Ich lasse dich einfach dich selbst begrüßen. Hey Leute, was geht? Gut kicken die Runde. Ich begrüße mich jetzt erstmal selbst hier. Ich bin sehr gespannt, wen wir kriegen und hab Bock aufs Video. Es könnte toll werden. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Idee. Wir haben auch eine Folge bei Max gedreht. Checkt ihr auf jeden Fall ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Dann gucken wir auf jeden Fall, mit welcher Karte Max spielen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn er bekommen wird. Wir haben Garincha, Pelé, Eusebio, Cruyff und Zidane. Also ein 94 Plus Spieler. Er bekommt Zidane. Max spielt mit Zidane und er muss den 94 oder 96er nehmen. Aber ich denke, er wird den 96er nehmen. Mal gucken, welche Karte er nimmt. Zidane ist auf jeden Fall bei Max. Und jetzt gucken wir, wie ich spiele. Jetzt machen wir schnell weiter bei mir. Pelé, Garincha, Cruyff oder Eusebio. Ich bin gespannt, wir drehen am Rad. Komm, gib eine Klasse. Ja, alle sind krass. Aber wir bekommen Eusebio und ich werde den Food Bursted Eusebio spielen müssen. Der kostet 7-8 Millionen Münzen. Geisteskrank. Und bevor wir anfangen, Max, hau mal eine vierstellige Like-Anzahl drauf. Ja, warte mal. Wir haben hier 11 Spieler wahrscheinlich später im Team. Das heißt, 1111 müssen es mindestens sein. Aber ich glaube, dadurch, dass wir heute zwei Teams haben, 2222. Boah, das wäre krank. 2000 wäre krank. Leute, ohne viel zu reden, gehen wir auch direkt rein. Und ich würde sagen, Max, ich halte dann auch direkt rein, ne? Okay, Leute, Zidane ist ja bei mir. Genau, also ich gehe jetzt mal mit den beiden ZMs hier aufgeschrieben, richtig? Ich habe deine beiden ZMs aufgeschrieben, ja. So ist es, perfekt. Gehen wir rein. Links, ich mache auch gar keine Faxen hier. Patrick Vieira, wirklich einfach nur, der muss sich da ein paar Gelbe abholen. Und dann rechts spiele ich im Zentrum auch einen Franzose. Der Typ ist so krank in Game Thuram von, also französische Liga hier Nizza, ne? Spielt der, der ist geistkrank in Game. Boah, stark. Ich sag mal so, ich habe zwei Franzosen aufgeschrieben. Oh, hör auf. Und beide waren daneben, Bro. Pogba und Tchouaméni. Ganz, 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 ganz wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig. Perfekt. Ich halt mal rein. Okay, komm, du hältst rein. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ob du drauf kommst. Linker Stürmer ist so eine richtig geile Karte. Weghorst. Und mein rechter Mittelfeldspieler ist Okocha World Cup. Oh mein Gott, okay. Na, ich war in der Liga mit Salah und Jota, aber wegen Portugiesen, weißt du, so ein bisschen habe ich gedacht, machst du da was, aber schade, richtig, Jungs. Richtig, schade. Richtig. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wir vervollständigen mal das Mittelfeld bei dir. Ich halte rein und bin extrem gespannt, aber ich glaube, ich habe keinen. Perfekt. Ah, so, ich sag dir, ich glaube, du hast einen. Einen mindestens, aber die anderen auf jeden Fall nicht. Linker Mittelfeld macht Fred out of position. Linker ZM ist eine Once-to-Watch-Karte, Adams. Und rechter ZM ist Gravenberg, wer kann man wohl nennen, Winter Wildcard. Boah, Gravenberg habe ich wirklich Retalk überlegt, würde ihn aufschreiben. Ich bin gegangen mit Casemiro, Martial links und ja, Fred. Oh, Fred habe ich bei mir links, ne, als linken Mittelfeld sogar. Ja, also ich habe den als ZM aufgeschrieben, jetzt die Frage, Leute. Doch, doch, das zählt auch, das zählt auch, das zählt auch. Sicher? Ja, ja, soweit ich weiß. Okay, das, okay, okay, okay. Stark. Okay. Ja, dann Five-Head Move, Junge. Mit Absicht, natürlich, habe ich mit Absicht aufgeschrieben, so Leute, war so geplant. Okay, okay, okay. Dann mache ich direkt weiter, Max, und guck mal, sagt man so, also auf der Aktion gibt es eine Reaktion? War das deutsch? Ich glaube schon, oder? Das passt eigentlich, ja, doch, gibt's, glaube ich. Also pass auf, im Sturm, ich wollte wen anderes spielen. Kann ich dir jetzt mal offen und ehrlich sagen, das war bei einer SBC-Karte, eventuell kommt der später aber irgendwo, deswegen ist es noch nicht verraten. Es wird Marco Reus, diese Centurions-Karte, ich hoffe, der kann Stürmer, so ist es. Dann linke Seite, 96 Pace, pass auf, Timo Werner, wenn der Typ nicht alles wegrennt, da weiß ich auch nicht mehr. Und auf der rechten Seite auch einer mit 96 Pace. Also es wird heute etwas schneller über die Außen, es wird Wimmer vom VfL. Grüße gehen raus. Junge, stark, Bro. Ich habe Vinicius, Abraham und Salah aufgeschrieben. Du hast alle drei behalten. Also ich werde heute nur L1 und Dreieck machen, das kannst du ja nicht machen. Ey, das ist auf jeden Fall nicht cool. Linker Mittelfeld, Bronze gegen 96 Tempo. Ja, geil. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Das wird auf jeden Fall voll gut. Achso, ich wollte übrigens noch keinen Keeper hin haben, ne? In LM. Achso, also kein Keeper? Ich wollte kurz dazu sagen. Nee. Das hab ich, aber das habe ich dir gerade noch rechtzeitig gesagt, zum Glück, ne? Oder? Ja, korrekt, das ist eigentlich egal. Das Ding ist, du bist aber sicher, dass du noch einen triffst, also. Ja, sicher, ganz sicher, Leute. Ganz sicher. Okay, ich bin gespannt. So, Freunde, ich mache auf jeden Fall dann weiter. Für mich läuft es auf jeden Fall nicht gut, Mann. Es wird ehrlich Zeit, es wird Zeit. Bitte, bitte über außen einen, ich halte deinen Kopf. Bitte. Ja, also jetzt Retalk, ich glaube, da hast du safe ein. Ich gehe links, nämlich mit Mickey van de Ven. Und zwar ebenfalls vom VfL, so ist ein geistkranker Typ. Dann rechte Seite wird jemand, ich glaube, den hatte ich noch nicht gekauft, aber hat auch 96 Pace. Also heute, wenn da nichts über Pace geht, weiß ich auch nicht, es wird Flimpong.
Den Künstler Realtalk auch überlegt. Ja. Ich habe auch geschrieben, und? Günther und Toljan. Oh mein Gott, okay, da habe ich jetzt, ich glaube, bei den Positionen hatte ich ein bisschen Luck, ne? Ich habe Frimpong noch gesehen, ich so Frimpong. Ja. Das Ding ist, wenn du mit Van de Ven gegangen wärst, hättest du auch Frimpong zu 100% aufgeschrieben. Ja, also genau, da hatte ich gerade ein bisschen, wow, ja. Aber stark. Leute, nehme ich mit, sage ich dir ehrlich, ist okay. Ich bei mir wird jetzt eklig, bei mir wird jetzt eklig. So, bei mir ist ehrlich eklig. 100% hier. Ich glaube, du hast einen, zwar eine SBC-Karte oder irgendwie so Ziele. 4 Pro, linker Verteidiger. Und rechter Verteidiger Fabio. Perfekt. Ja, De Ligt und Dalot. Kannst beide ganz entspannt spielen. Oh, ich habe gedacht, du machst Perfect Link gleich so mit Grafenberg und De Ligt kann LV so auf den Undercover Hasen. Stimmt, schade. Der war sogar gut. Junge, jetzt zum Finale und guck mal, bei mir Torhüter. Wenn ich einen Torhüter treffe, ist alles egal. Mach noch viel weiter. Wir kommen zum Gran de Finale, Leute. Also ich habe jetzt hier 3 Karten aufgeschrieben. Ich halte auch mal direkt rein. Also wirklich keine Ahnung. Mein linker Innenverteidiger ist Blanc World Cup. Rechter Innenverteidiger, den hast du vorher auch links gesagt, De Ligt. Und im Tor habe ich Rose Saar. Gott, ist das bitter, aber es ist gut, dass ich den Joker noch nicht genutzt habe, denn ich habe einen getroffen. Du kannst dir jetzt einen, mach mal einen raus, wo du denkst, der ist es. Der liegt 100%. Ja, genau. Digga, na. Van der Sar hatte ich noch und ein Laporte. Also, er war so sicher mit seinem Joker, schade. Er hat das so gut genutzt, ne? Ja, das ist es. Das ist es, Leute. Ich halte rein, komm, bitte. Bitte einen. Okay. Ja, da mache ich mal das Team vollständig. Leute, pass auf, jetzt hinten im Tor. Und da denkst du dir, was, wie, Max, wie hast du die auf Hülkenblock gebracht? Dieser Keylor Navas Inform, der spielt ja mittlerweile bei Nottingham Forest, hat aber solche geisteskranken Stats von Keeper. Deswegen musst du dir mal testen. Und die IVs werden einmal Fofana und Barbier irgendwas. Spielt auch bei Jai zu dieser heftigen Special-Karte. Junge, genau, du hast einmal ein Vollteam. Du hast mich rasiert. Ich habe Maignor, Cordoba und Tomori. Du durftest ja noch einen Hero nehmen. Wollte ich. Ich wollte Mario Gomez diese geile Hero-Karte da nehmen und perfekt, der war SPC und die normale Hero-Karte wollte ich nicht nehmen. Deswegen musste ich ja kurz was ändern. Ah, passt. Ah, Freunde, ihr seht die Teams. Ich würde sagen, wir gehen ins Spiel rein. So, wir sehen jetzt die Teams. Du spielst mit Vollteam, Junge. Was das für ein Team, Bro. Junge, guck dir diesen Keeper hinten an in der Innenverteidigung. Er sieht so wunderschön aus, ne? Aber der Licht, ich sag's dir echt, der war so abfüßt. Glaubst du gar nicht. Ja, ich war auch nochmal abfüßt. Ich habe zuerst Upamecano überlegt, aber ja, der Licht. Niederlande und so. Da wurde mal kurz Thuram auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, wie kostet? Okay. Ja, stimmt, das ist die heftige Karte von Leros, ja, genau. Ne? Digga, also wie der reingeht, ich schwör's dir schon wieder. Es ist wirklich. Let's go. Wie ging der rein? Erklär es mir mal. Zinedine. Sisu. Oh, so gut gemacht, Alter. Entspannt, auf ganz entspannt, Leute. Ich hab den so verkackt, das glaubst du gar nicht. Oh mein Gott, Alter, was da abgeht. Und dann irgendwie da reingemacht. Perfekt. Auf Wekos. Wekos! Ja, komm ich nicht hin. Er stand so frei und meine IVs oder meine RVs. Die Karte ist auch so gut, ne? Ja, geisteskrank. Was macht denn mein IV? Eusebio! Digga, also wirklich, mein einer IV ist besoffen. Ich meine, das ist krass ernst, ne? Wer ist das überhaupt? Badaschile? Ich, warte mal, das ist, ja, das ist, warte, der hier. Ja, Badaschile. Der ist das mit der 17. Digga, was ist mit dem? Junge, was hier passiert gerade? Er war der Bronzespieler, ne? Wo aus seine Flanke raushaut. Das ist geisteskrank. Und mein IV ist einfach, dieser Batshuayi, sondern dieser Badashiwa, ich stoß den wirklich fast freiwillig ab, ich sag's dir ganz ehrlich. Guck mal, der ist einfach nicht aufgestanden. Der ist nicht aufgestanden. Tor. Ich hab Torhüter gestern Abend schon rausgemoved, Mann, Digga. Also hier geht auch gar nichts in dem Game, also wirklich gar nichts. Das ist so krass. Aber guck mal, was meine IVs für ein Stellungsspiel haben. Das geht doch gar nicht. Der kommt gut. Wichtig, sie dann, Mann. Aber gut, der war ja gut. Ich würde genau das nicht. Jetzt ist es aber mit seinem vorbei. Wichtig, Mann. 3 Discards, Jungs. Der Sebu ist ja gar nicht, er war zu krank, ne? Der war viel zu krass. Freunde, ich würde sagen, Max stellt um und wir sehen uns bei den Discards. Ja, mach mal. Bist gönn dir jetzt hier. Ich mach, ja, hier, komm, passt. Ich habe noch schnell auf den YouTube-Kommentar geschaut. Der hat heute bei mir kommentiert.
welche Position ich nehmen soll. Sag mir seinen Namen. Ich suche ihn. Ich suche ihn. Er heißt der Echte. Er hat bei mir kommentiert auf meinem SBB. Er so, vertrau, nimm nächste Mal, wenn ein Pick den LZDM, du hast aber kein ZDM, wenn es den nicht gibt, den LM hast du auch nicht, aber es gibt zwei Positionen, die er hat. Also guck einfach meinen Namen, du kannst nur heftig discarden. Den ZOM, den rechten Innenverteidiger schreibt er, also den ZOM und den rechten Innenverteidiger, plus ich nehme noch eine Position und ich nehme deinen Torhüter. Junge, pass auf, linker Flügel, ne? Also der hat ja was von LM. Gott sei Dank habe ich keine LM-Formation gespielt. Linker Flügel stand ein Vieira mal ganz entspannt. Also du hast getroffen, ZOM, der hat sich so verdient. Navas, der kann direkt, also den stoße ich mit Herz ab. Dann Badia Schiele habe ich stehen lassen. Der Typ, wirklich, der hat mir so viel gekostet. Und dann Wimmer hinten im Tor. Junge, ich hätte ehrlich einfach Flügel nehmen sollen, ne? Wo war sie da? Du hast doch... sie dann rechte Flügel. Boah, ja, du hättest beide, Flügel, du hast beide Flügel gehabt. Ey Leute, soll ich die abstoßen oder willst du ja, soll ich jetzt übermäßiger? Die kosten keine Ahnung, 100 okay. Euro. Ja. Also Leute, Navas mit Herz, mit ganz großem und diesen IV wirklich nie wieder. Der hat so gute Stats eigentlich. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Wilmer, sorry Bro, aber ja, kommt jetzt einfach weg. Freunde, ihr habt's gesehen. Ich glaube, Max hat dich schon abgestoßen. Wenn ihr diese 94 plus Glücksrad SWBs feiert, ich hab's bei Heisen gesehen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, können wir auf jeden Fall gerne öfter bringen mit Max. Lasst auf jeden Fall Support bei Max da. Wir haben auch ein Video bei ihm gedreht. Like-Anzahl nicht vergessen, abonniert nicht vergessen und die letzte Worte übergebe ich an Max. Ja, Leute, denkt mal, wurde uns alles gesagt. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns bis dahin und ciao, ciao.